Willkommen zur zweiten Season F1 24 Audi Karrieren. Wir sind hier mitten in der Auktion um Nico Hülkenberg. Wir brauchen für das deutsche Team natürlich auch endlich einen deutschen Fahrer und wird uns hier der Zuschlag gegönnt? Angeschlagen waren eigentlich 6 Millionen, aber lol, wir haben ihn tatsächlich um 4,12 Millionen bekommen. Das ist eine ziemlich, würde ich mal sagen, geile Leistung. Also 2 Millionen mal safe gespart, das ist ziemlich cool. Ich freue mich extrem, dass ihr heute dabei seid. Wir gehen also straight in unsere zweite Season. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, lasst gerne einen Daumen da. Und ich hoffe, wir werden diese Season mal endlich ein bisschen um, ja sagen wir mal, mehr Punkte kämpfen können. Es war schon das ein oder andere Zuckerlrennen dabei. Falls ihr neu seid, schaut gerne oben rechts vorbei. In der Playlist ist natürlich auch die komplette erste Season verlinkt. 6. Platz in der Konstrukteurs-WM und das beschert uns auch mit dem 10. Platz in der Fahrer-WM 29 Millionen. 142 Punkte, Meisterschaft waren wir 10. und wir hatten sogar einen Win, das natürlich sehr lucky war in Las Vegas. Aber wir werden uns für einen neuen Motorlieferanten entscheiden, denn ich habe hier gesehen tatsächlich, dass man hier ordentlich an Leistung gewinnen kann, wenn wir, jetzt gucken wir mal auf den Hauptsponsor, und ich glaube 25 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte sollten eigentlich drin sein, oder ja, wir nehmen hier Dual Tone und gucken uns auch hier um. Mercedes hat hier, glaube ich, das beste Paket mit Leistung 100 und Strapazierfähigkeit 90, ist das schon crazy, aber man hat hier echt wenig Topspeed, das weiß ich aus den vergangenen Rennen schon. Also, glaube ich, bleiben wir mal bei Ferrari, die ist höher, sehen sich hier mal am rentabelsten aus. Eine neue Lackierung gönne ich unserem Auto auch, so ist die Grundlivery. Ich werde mal ein bisschen auf dieses Neongrün, Schwarz und Orange rot und ich finde das echt Porno, also wirklich, das ist so geil geworden, auch hinten mit diesen karierten Flecken. Ich bin ein riesen Fan von, es ist minimalistisch, aber doch sehr cool. Da habe ich einen coolen Spruch bekommen und hier haben wir ihn: It's lights out and away we go. Natürlich dieser legendäre Spruch von Sky UK. Ja, das müssen wir einfach nehmen. Jetzt geht's auch mal los, ab ins erste Wochenende. Wir haben einen 16-Runden-Kalender für Season 2 und das bedeutet natürlich auch für uns, es ist auf jeden Fall entspannter. Denn ich habe ein paar Rennen raus tun können, die ins letzte Season nicht ganz gelungen sind, aber vor allem auch die, ja, eher auch langweilig sind vom Fahrverhalten her. 5,4 Kilometer, wir haben 3 DRS-Zonen und 15 Kurven. Das ist also Sakhir in Bahrain. Es geht los, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ich habe mir einen Wingman gesucht, es ist, glaube ich, der Carlos Sainz. Und wir gehen rein in meinen finalen Qualifying Run. Ich versuche jetzt immer wieder einen View zu finden, der mich hier ein bisschen taut. Jetzt ein bisschen durch die ersten paar Kurven zieht. So, und dann werden wir wahrscheinlich hier abreißen, weil der Ferrari einfach viel schneller jetzt ist. 6 Zehntel konnte ich jetzt bereits im ersten Sektor finden. Das ist tatsächlich eine mega Leistung. Und ich denke auch dran, wenn wir nur annähernd vor Kurve 14 an ihm dran sind, können wir uns dann natürlich noch einen illegalen Vorteil quasi verschaffen, weil das halt ewig, nein, der Ausrutscher hier aus der Kurve raus, der war tatsächlich alles andere als gut. Man muss aber auch sagen, das Auto ist verdammt zickig geworden. KI-Stufe 98, Selbstschalten, Selbstbremsen und TSC auf Mittel, das sind die Werte von unserer zweiten Season. Viel geändert hat sich nicht, einen Klick Schwierigkeit habe ich in die Höhe gedreht. Wir sind hier also Ende Mittelsektor und fast eine Sekunde im Delta, was uns natürlich auch in dieser Leistung hier auf jeden Fall weiter nach oben pushen wird. Jetzt sehen wir mal Lando Norris mit einer 27,4, der ist fast 2 Sekunden schneller. Und wir sind doch näher dran als erwartet und der Windschatteneffekt wirkt hier minimal. Ein paar Tausendstel, sogar ein bisschen was verloren, also so gut war der nicht. Tolle Exit aus den letzten beiden Kurven, gute Kurve. Körb mitgenommen und über eine Sekunde Verbesserung. Wo werden wir starten? Jetzt in der Startstelle. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und daneben steht Sergio Perez. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Gasly, Russell, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Stroll, Daruvala, Leclerc, Ocon, der Professor, Theo Pourchaire, Albon, Ricardo, Tsunoda, Joe, Bottas, Sargent und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird.
Neben mir in der Kommentatorenkabine sitzt mein alter Freund Stefan Römer. So sehr ich die Test... Hier sind wir also im Starting Grid, Leute. Das ist unser erstes Rennen. Werden wir von Rot auf Weiß gehen oder Zwei-Stop? Nein, Leute. Never in my life werden wir auf Zwei-Stop gehen. Wir probieren hier den Einstopper mit Gelb, auch wenn es gewagt ist. Jetzt geht's los. Season 2, Lights Out and Let's Go. Wir gehen in unser zweites Rennen von P14 aus. Der Start war, naja, wir bekommen ja leichten Toe von Esteban Ocon, aber auch an der linken Seite probiert es hier Theo Pouchet, der mittlerweile auch neu in der Formel 1 ist. Einen leichten Wheelbank gibt es hier für Lance Stroll, aber ich wollte diese Stange bei weitem nicht mitnehmen. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn, dieses Getummel hier im Mittelfeld. Wir sind auf den 10. Platz nach vorgekommen und hier mit einem Late Move können wir immerhin an Carlos Sainz, und sagen wir mal, daneben setzen. Das reicht aber nicht ganz, um den Spanier zu überholen. Doppelspanier jetzt vor uns mit Sainz und Alonso. Und dann wird es echt schon schwierig. Soll ich hier mal probieren? Nein, da sind wir zu weit weg. Und vor allem, unser Auto hat einen zickigen Exit. Gerade in diesen Kurven ist das nicht so einfach. Es geht rein und da probieren wir es mit einem Late Move. Der lässt ein bisschen abreißen auf Alonso. Ich lasse ihm da noch genug Platz zum Überleben. Und wir übernehmen hier P9 und das wären jetzt schon mal 2 Punkte. Schaffen wir es erneut zu verdoppeln, um Alonso hier so ein bisschen den Plan... Hier den Shuttle komplett verpassen. Da setzt sich Lance... Sainz ist das, Blödsinn. Da setzt sich Carlos Sainz dann direkt neben uns. Aber wir können das noch abdecken. Das Problem ist, wir verlieren hier wertvolle Zeit. Die Stange, die braucht eh kein Mensch. Und der Exit war alles andere als toll. Der war katastrophal. Jetzt geht's also hier im leichten Windschatten noch an Alonso dran. Wir gucken uns aber vorerst mal die Startwiederholung an. Lando Norris von der Paul, der ist tatsächlich auch gut weggekommen. Aber auch ein Max Verstappen ist fett hier weggekommen. Wer kannte sich hier in der ersten Reihe locker? Nein, das ist Perez, der sich hier an beide vorbei arbeitet. Und ich glaube, ja, da wird es ganz, ganz eng zwischen uns. Aber nicht nur zwischen uns, denn auch weiter hinten hat sich einiges getan. Nico Hülkenberg vom letzten Platz aus. Und das war kein Flügelteil, der hier geflogen ist, sondern erneut dieser Dreck da. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und hier ganz spät rein. Ich wollte eigentlich nur Sainz überholen, aber dadurch, dass Alonso da so ein bisschen früher an die Bremse gegangen ist, war das für mich echt ein bisschen schwierig. Pierre Gasly gehört hier vorne nicht hin und das merken wir auch spätestens, wenn wir nach der zweiten Runde so nah an den Jungs dran sind. Carlos Sainz kann hier verdammt schnell an uns vorbeigehen, aber ich glaube, da kommt gleich der Konter, weil es noch kein DRS gibt. Es geht hier Richtung Turn 1 und da wird es erneut ganz, ganz eng. Probieren wir es mal außen hier gegen Fernando Alonso. Nein, aber wir haben hier auf jeden Fall den besseren Exit und ja, da muss ich sogar ein bisschen vom Gas runter, weil ich ihn sonst einfach hinten drauf fahren würde. Alonso hier, zack, später Move, es geht hier rein, erneut wie bei Carlos Sainz, beide Spanier ähnlich überholt und wir übernehmen hier den 8. Platz, Leute. Das wären 4, nein, Alonso will hier noch einmal durch, aber nein, ich sag mal, verpiss dich. Nein, Spaß. Piastri und Russell, ja, natürlich profitiere ich jetzt auch ein bisschen davon, dass Pierre Gasly da vorne alle aufhält. Ich meine, wir sind in der Liste immer noch das schlechteste Auto, aber natürlich könnte sich da heute einiges tun, weil ich da, ja, ich liebe halt diese zweite Stange. Ein drittes und ich bekomme, glaube ich, ein freies Wochenende. Nein, Spaß, aber das muss ich mir echt da abgewöhnen, weil das kostet natürlich auch enorm viel Zeit und ist auch natürlich jetzt nicht so toll, wenn die Stangen da permanent auf die Strecke fliegen. Jetzt aber mal zurück zur Konzentration hier. Wir springen hier in Runde Nummer 3 und ich kann es nicht fassen, aber wir sind immer noch an einem McLaren dran. Es ist Oscar, also es ist Lando Norris, der hier gefolgt von Oscar Piastri fährt. Und ja, ich glaube auch, dass sich da vorne die Situation so ein bisschen, ja, verheert hat. Ich weiß nicht genau, wenn ich mir da unten die Minimap angucke, sehe ich auf jeden Fall, dass einer der beiden Red Bull, und ich befürchte, dass das tatsächlich Perez ist, davonziehen kann. Apropos davonziehen, ich lasse hier mal Alonso kurz durchschlüpfen, aber auch nur, weil der DRS Detection Point genau an der Stelle war, wo er vorbeigefahren ist. Das bedeutet, wir bekommen hier mal ein bisschen kostenloses DRS. Ich weiß auch nicht, wo auf einmal Gasly die Pace hernimmt, aber wir kommen diesen Jungs einfach nicht mehr hinterher. Die roten Reifen machen allmählich mir Probleme, bereiten mir tatsächlich ordentlich Probleme. Hier geht's aus der ersten Schikane raus. Und Carlos Sainz hat Fernando Alonso überholt. Das ist auch interessant, aber das liegt vermutlich auch daran, dass der kein DRS bekommen hat. Wir sind jetzt fast eine Sekunde weg von den beiden Dudes da hinter mir. Aber das kann natürlich jetzt auch ganz anders noch ausgehen. Jetzt hier persönliche Bestzeit. 5. Runde bitte. Also das ist gut. Aber die da vorne, die sind so eine Kampfgruppe, aber trotzdem irgendwie schneller als ich. Das
kann ich natürlich einerseits verstehen, wenn wir einfach das schlechteste Auto haben und in der achten Runde hier einfach komplett abgeschlagen sind. Ich entscheide mich für einen frühen Stop und gehe da allein auf weiter Flur. Natürlich, Gasly und Norris haben sich für einen anderen Stop entschieden. Und noch eine ganz weirde Sache. Ich dachte mir, so 11 Runden gehen locker mit Gelb, also werden wir auf den gelben Reifen gehen. Aber ist das wirklich rückblickend so eine tolle Entscheidung? Das werden wir im Laufe des Rennens eindeutig, ja, beantwortet bekommen. Jetzt aber mal zurück zum Rennen. Eine Runde oder ein, zwei Runden pushen und dann müssen wir mal abwarten, wo wir so landen. Wo wir, keine Ahnung, wo wir rauskommen werden. So, da, Leute, ein paar Kurven gefahren und ich merke auf jeden Fall, dass diese Reifen wesentlich besser sind. Also, da ist kein Unterschied zu dem scheiß roten Reifen, der abgelutscht war nach natürlich 8 Runden. Wir springen also hier mal kurz in die Replay rein und gucken uns diesen sensationellen Move an. Das ist schon eine Runde später und gucken uns hier mal an, wie wir die Stange ein paar Kurven mitnehmen. Ja, das war natürlich jetzt gar nicht gut, aber das ist schon dem einen oder anderen Fahrer auch passiert. Ja, wenn du dazu früh einlenkst, da ist halt wirklich die Stange direkt da und ich konnte jetzt auch nicht viel ändern, I'm sorry. Da sehen wir mal den Angriff von Alonso, hat nicht geklappt hier in Runde 3 und erneut eine Stange. Wie gesagt, der dritte und wir bekommen da, es ist eh nur so ein Schaumstoffzeug, aber natürlich ist es doch ärgerlich. Hier sehen wir, wie ich mich hier an Alonso dran sauge und oh mein Gott, Alter, was macht Carlos Sainz hier, der fährt da richtig an Alonso dran, also das ist richtig komisch. In der fünften Runde dann probieren wir hier diesen, genau, Trick aus. Da probiert's, Alter, Carlos Sainz, der bekommt natürlich auch das DRS auf Fernando Alonso und deswegen verlor auch Alonso dann früher oder später diese eine Position. Ich bekam das DRS nicht, musste mich hier ordentlich verteidigen, aber es ist gerade noch so gut gegangen. Gegen beide erstens hier in Turn 1 rein und Halleluja, Leute, das ist tatsächlich ganz, ganz komisch, was hier passiert. Und dann erneut hier den Berg rauf. Die Spanier sind unermüdlich, also da ist wirklich ordentlich an Pfeffer drinnen. Wie die beiden hier angehen, das ist crazy. Das ist echt crazy. Jetzt springen wir also in Runde Nummer 10 und wo kommen wir raus? Noch nicht ganz vorne. Weil eben noch ein paar Dudes da vorne noch nicht an der Box waren. Der Undercut hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, gegen wen wir einen Undercut gemacht haben. Oh, da wird einer langsamer und das ist Carlos Sainz, Leute. Was für eine gute Nachricht, denn der hat uns heute eh schon, ja, ordentlich getriggert. Weil der hat wirklich keinen Chill, der Bre hat so oft angegriffen. Ein Spanier ist mal weg vom Fenster. Aber natürlich ist der zweite noch hier und der hat wesentlich mehr Erfahrung und auch wesentlich mehr Power. Jetzt gehen wir also mit einer persönlichen Verbesserung hier rein und gucken mal. Lance Stroll, der kommt etwas knapper da uns raus, ja. Hat sogar seinen Teamkollegen undercutted. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht lange dauern wird, dass da der Wechsel kommen wird. Oder overcutted hat er ihn sogar natürlich. Achter Platz sind wir rausgekommen, 15. Runde und ja, die gelben Reifen verlassen so ein bisschen die Kraft, ich komme hier ordentlich ins Rutschen und Fernando, merkt das, die Reifen, seine Reifen funktionieren jetzt, glaube ich, gerade mal so richtig und ich lasse ihn da mal vorbei, lass ihn da glauben, dass er da die bessere Entscheidung gemacht hat, aber die KI ist halt wirklich auch immer so dumm und lässt zu, dass man ihnen das DRS ein bisschen stiehlt. Jetzt im Windschatten gegen Fernando Alonso. Wir setzen uns an die Außenseite. Richtung Turn 1 gibt es einen Wheelbang vom Matador. Und diesmal gehe ich hier rein, schneide die Kurve so ein bisschen, kassiere das zweite Mal das DRS. Und den Berg rauf denkt er, ich gehe links. Aber nein, ich gehe an der rechten Seite rein. Und diesmal die Vollendung. Wir übernehmen erneut den 8. Platz gegen den Spanier. Wird das so bleiben? Das ist eine ganz, ganz große Frage mit einem riesen Fragezeichen dahinter, denn dieser Reifen hält wirklich, ja, glaube ich, nicht mal zu lange durch. Doch ich muss noch 5 Runden oder sagen wir mal 4 und den Rest von dieser durchhalten. Der linke hintere Reifen, der macht mir ordentlich Sorgen. 38%, das könnte echt knapp werden.
Das könnte tatsächlich eng werden. Jetzt geht's also hier auf dieser anderen, kleineren Start- und Zielgeraden. Ja, mal vorbei. Charles Leclerc ist auch schon dran. Der hat mittlerweile den Strolley-Boy überholt und klebt jetzt auch so ein bisschen im 15. Wow, Leute, eine Zehntel ist Alonso nur hinter uns. Ich denke tatsächlich, dass das jetzt eine interessante Sache werden könnte. Auf Start und Ziel könnten die uns da jetzt beide ziemlich nahe kommen. Fernando kommt jetzt mal angeschossen. Stroll kann da nicht mitgehen mit der Pace, aber hat auch schon über eine Sekunde gewonnen. Aus der letzten Kurve raus hier mache ich den gleichen Trick und Alonso checkt es einfach nicht, weil die KI-Punkte dem echt zu dumm ist. Wir sind in der 19. Runde, Oscar Piastri und Lando Norris sind ja meilenweit entfernt und auch Pierre Gasly, der kann sich da vorne irgendwie halten. Ich frage mich, warum oder wie das geht, dass ein Alpine schneller ist als beide McLaren, die ja im echten Game einfach das schnellste Auto haben. Jetzt lassen sich hier ordentlich alle ab. Leclerc kommt in der letzten Kurve, doch ich bekomme wieder das DRS. Wenn alles gut klappt, sollte es trotzdem reichen. Es geht aus der letzten Kurve hier in die letzte Runde rein und wir haben das DRS bekommen. Das ist gut. Und jetzt heißt es noch einmal knappe 5,5 Kilometer hier zurückhalten, zurücklegen. 47% hat unser linker Vorderreifen und auch der linke Hinterreifen ist natürlich etwas, ja sagen wir mal, bedient. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich das irgendwie ausgehen kann. Jetzt geht's hier Ende erster Sektor. Wir werden gejagt von gefühlt dem halben Fahrerfeld. Von einem Lance Stroll, von einem Fernando Alonso, die hier ganz eng hintereinander fahren. Von Charles Leclerc, aber vor allem natürlich auch von vielen anderen. Aber eins ist auf jeden Fall zu sehen, wir konnten die ersten 4-5 Runden wirklich gut durchhalten, ohne dass wir wirklich permanent schon im Beschuss waren. Also das ist schon mal eine Erneuerung. Hier gegen Charles Leclerc aus der letzten Kurve raus. Das ist schon mal besser. Perez hat das Ganze schon gewonnen. Wir haben hier noch ein paar Meter. Jetzt sollte ich, glaube ich, aber Leclerc nicht mehr vorbeilassen, weil das, glaube ich, könnten wir nicht mehr ganz schaffen. Aus der vorletzten in die letzte Kurve. Und wir haben hier das Feuerwerk, das natürlich nicht uns gehört, aber ich denke auch ein bisschen. Wir beenden unser erstes Rennen auf dem 8. Platz und ich bin mehr als zufrieden damit. Wir sind der Fahrer des Tages geworden und das Qualifying ist schwieriger geworden. Tag, was für ein Fahrer! Das ist der Sieg für Sergio Perez! Es ist immer toll, wenn man mit einem Sieg in die Rennsaison startet. Das ist gut für das Selbstvertrauen und für die Zukunft. Ein guter Einstieg ist enorm wichtig und das ist heute gelungen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Das Qualifying ist deutlich schwieriger geworden, doch eins ist auf jeden Fall zu sehen, dass wir im Rennen an Pace zugelegt haben. Wir sind zwar weit abgeschlagen von Lando Norris, Piastri und den vorderen Jungs da vorne, aber wir können 4 wichtige Punkte mitnehmen, die uns auch echt gut tun. Und auch in der Konstrukteurs-WM sind wir aktuell auf dem 5. Platz, das ist auch so ein bisschen mein persönliches Ziel. Nico wurde zwar Letzter, aber auch er hat im Qualifying gute Leistungen gezeigt. Ich freue mich auf jeden Fall, wie es in Jeddah weitergehen wird, weil ich auch dort sehr zwiegespalten bin, würde ich fast sagen. Wir sind hier bei allen Zielen im grünen Bereich, haben alles überstanden, aber natürlich heißt das jetzt auch mal ein bisschen chillen. Wir müssen es schaffen. Oh, da vor unten ist ein roter Fleck, da ist schon eins nicht mehr gut gegangen. 2000 Punkte sind es noch. Chassis wird mir hier vorgeschlagen. Oh mein Gott, was ist denn da los mit dem Chassisbereich? Da hat es aber ordentlichen Zusprung gegeben. Ich will mal sagen, wir beenden heute das Video. Ich freue mich wirklich extrem, dass wir bis hier, dass wir wirklich im ersten Rennen schon so viele Punkte sammeln konnten. Jeder ist halt wirklich eine ganz andere Sache. Aber auch dort wird es interessant werden. Wir haben also hier 4 Punkte mitgenommen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.
da auch gucken, ich habe 30 Millionen, ja, dann nehmen wir ein bisschen was in Aerodynamik, in, boah, das ist teuer. Halleluja, ist das teuer. Das nehmen wir auch mit hier. Ja, das auch. Und das dritte auch gleich, oder? Ich glaube tatsächlich, dass das dem Fahrer auch helfen kann, besser zu werden. Auch hier in Antrieb, obwohl wir in Antrieb eh das beste Auto sind. Und in Strapazierfähigkeit, ja, das braucht zwar nicht viel, aber oh mein Gott, da sind wir weit hinten. Da kaufe ich mal beides, weil das ist wichtig. Gerade die, das Marketing, das bringt halt auch bei den zukünftigen Fahrerverhandlungen ist das echt verdammt wichtig. Und auch hier das Chassis. Ja, soll ich das auch noch kaufen? Ich habe eh nicht mehr so viel Kohle. Aber ein Chassis habe ich noch nichts gekauft. Das bedeutet, für heute war es das mal, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie es... Oh, die Sponsoren. Natürlich muss ich die auch noch draufkleben. Da fehlt uns nämlich der neue dritte Sponsor. Und der kommt jetzt auch drauf aufs Auto in grün. Oh, der teuerste. Der teuerste Sponsor-Spot. Der ist uns noch... Den habe ich noch nicht ganz draufgegeben. Auch das hier fehlt noch und auch die Seite hier. Für heute soll es das mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.